Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. In der letzten Episode haben wir einen ganz, ganz coolen Quest erledigt, waren irgendwo reingegangen und sind dann auch wieder vorbei. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt ein paar Quests erledigen und gehen jetzt hier zu Kila. Und haben hier Edward dabei. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Oh, das ist sehr wertvoll. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du den Weg der Menschlichkeit verlassen hast. Du meinst, man kann dadurch menschlicher werden? Wie? Gib mir 5 dieser Häufchen Seelenstaub und ich kann es dir zeigen. Oha. Na dann, wir segeln los in Schildstechen und gehen hier zu Kila, denn wir haben hier eine Quest. Eine Quest, die wir irgendwann machen müssen und lieber früher als später. Wir nehmen jetzt mal Bones wieder mit. Komm mit. Denn der kann mich ja heilen. Ja, ist super. Ach, dann eben. Mal kurz so an den Strand. An den Strand. Cool, also das Wasser hier ist wirklich klaro. Das Schiff denn da können wir irgendwann mal mitnehmen. Ja, war super. Turn. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo das hier liegt. Brüchige Erblasten. Quest Quinn. Interessant, dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Nein, danke. Du solltest es dir nochmal überlegen. Dir entgeht was. Na, ich weiß nicht. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. Okay. Was das Erbe angeht, ich habe deinen Bruder Flynn auf Antigua getroffen. Dein sogenanntes Erbe ist nicht zufällig ein Schwertstück? Verdammt, dann weißt du also davon. Ich mach dir einen Vorschlag. Besorge mir sein Schwertteil und ich entlohne dich angemessen. Okay, aber ich rate dir, mich nicht zu verarschen. Aber was denkst du von mir? Ich bin ein ehrlicher Pirat. Das hoffe ich für dich. Zerbrochenes Erbe. Dann haben wir mal wieder einen Quest abgeschlossen und einen Quest zurückbekommen. Aber Antigua ist jetzt natürlich auch frei hier von Sinnen. Gut, dann haben wir hier den nächsten Quest. Jetzt reisen wir wirklich, in dieser Episode reisen wir ganz, 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 ganz viel. Jetzt nach Caldera oder was immer das war. Und Greeny spielst du da 2. Auch übrigens ein sehr guter Let's Player. Sie kommen jetzt eigentlich rechts oben. Das verstehst du gerade nicht. Manchmal kommt das links, manchmal kommt das rechts. Komm mit. Sicher. So, am Strand. An den Strand und wieder laden. Angus. Oha, hier ist natürlich die Totenfestung hier. So, was haben wir denn hier zu tun? Wohin müssen wir? Na, Kalador. Nachricht an Wilson. Heißt, wir müssen einfach mal ein bisschen laufen. So tue ich dann hier dann. Na, Hühnerbrust. Weißt du, hier ist alles irgendwie abgebrannt, aber ein Huhn, eine Ente kann hier noch laufen, also noch verharren. Was ist denn hier los? Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wie? Ein Onkel von mir war auch Fischer. Und? Wo ist er jetzt? Bei den Fischen. Ach, im Sterben. Na dann.
Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Kommt hier jemand hoch? Nein. Ach, hier hinten gibt's noch weiter. Aha. Was ist denn das Ding? Ein Schlangenwurz. Ein Krabbenstecher dabei. Schau mal gleich mal, wie gut es eigentlich ist, das Schwert hier. Oder die Hiebwaffe, je nachdem. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. 60 oder 40 oder 30, ich komme nicht ganz raus, was das jetzt mit 10 ist. Was zu fangen. So ein Kram. Mit 10 in der Klammer, das verstehe ich nicht ganz so, aber die Bären tun es mir natürlich auch. Proviant haben wir 25. Sehr gut, und da. Bitte, 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 geh weg. Ah, zwei. Ach, okay, wir sind auch zu zweit. Das Vieh ist aber auch streng heute. Das ist wirklich streng. Jetzt geh aus dem Sack hier. Oh, weg, du. Die ist auch nervt heute, hä? Nervt. Na. Da oben müssen wir hin. Da heißt, gehen wirklich den Weg hier entlang. Und zack. Können wir hier nicht irgendwann mitnehmen. Mitnehmen. Hier die schöne. War hier eine Maki wäre. Ich komme langsam irgendwie ein seichtes Zwiespalt in meinem Gehirn. Ist da was? Oh, da ist was, da ist was. Ah, eine klingt was. Ich geh durch. Ah. Ja, okay, ich kann nicht schauspielen, das liegt mir nicht in der Hand, aber was war das? Was? Nein, da will ich nicht. Nein, da will ich wirklich nicht hin. Das ist mir eine Stufe zu hoch. Gibt's ja nicht. Damit, das ist viel. Wir kämpfen ja ums Überleben, aber muss das so schlimm sein? Rumme, wir haben Ruhm erlangt. Das Ding ist echt riesig hier. Wer da wohl wohnt? Kalados Meister höchstpersönlich. Oder doch nur ein kleiner Schelm. Ist das Ding unter den Nagel gerissen hat. Der Nagel hört nicht einmal ihm. Geht doch. So, ah gut. Nächster der Bordstein. Oh. Teleporter der Zitadelle. Hallihallöchen! Drake. Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Nein. Ich bin kein Dämonenjäger. Ein Führungsloser also. Du könntest dich uns anschließen. In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber wenn du vorhast, hier nur zu schnorren, kannst du dich direkt wieder verpissen. Für diesen Krieg brauchen wir echte Kämpfer. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja, irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Ihr führt also Krieg gegen Schatten hier in Kalador. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Wo bist denn hier zuständig? Was machst denn du hier? Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge.
Ich war der Erste hier und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Armbrüste, Brüste, Medikus. Ich habe nicht genug Gold. Nette Hütte. Dieser Bau ist ein bisschen mehr als das. Stimmt. Eine große, nette Hütte. Lagerfeuer, okay, alles gemacht, super. Und wer ist denn das hier? Ach, Drake, der wieder der tolle Typ. Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Ist das dein Ernst? Ich glaube schon. Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. So spricht ein großer Kämpfer. Oder jemand, der glaubt, einer zu sein. Ach ja? Und du hast doch bestimmt auch mal besser ausgesehen. Keine Ahnung, kann schon sein. Wie ist die Lage in dieser Welt? Also in diesem Teil der Welt. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Das sind ja rosige Zeiten. Das sind ja rosige Aussichten. Willkommen in Kalador. Ruinenstadt der Verzweifelten. Ehrlich gesagt, Urlaub machen würde ich woanders. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Ein paar Sachen. Kann kein Schloss dich vor dir sicher. Geschickte Finger sichern dein Schlossergang-Talent steigert um 10 Punkte. Taschendiebstahl. Hörner und Zähne. Okay. Geh mal hier zu Wilson. Ah, Verstärkung. Du hast doch hoffentlich keinen Ärger im Schlepptau. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du gleich wieder Land gewinnen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Das haben schon andere gesagt und dann musste ich ihnen doch eins mit dem Schmiedehammer überziehen. Also, bleib sauber, dann passiert dir nichts. Hoffentlich gehörst du nicht zu den Kerlen, die hier auf dicke Hose machen. Für die habe ich keine Verwendung. Ich brauche Kerle, die anpacken können. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Aber ich habe da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so. Weil ich sagte, heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Verloben? Du? Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Wegen Grace. Das ist eine ganz schöne Sache. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her! Das ist die beste Nachricht des Tages. Bring diesen Ring zu Grace. Er ist das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Ergreifend. Ach, nun geh schon. Es ist mir wirklich wichtig. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Nee, ich verkauf lieber eine Steinaxt. 30. Ein paar Sachen. Die eh niemand braucht.
Silberteller. Haben wir ja vorhin geklaut. Schaufel 2, Rohstein. Eine Gabel. 200 haben wir. Okay. An Geld kommen wir irgendwie nie ran. Ich habe schlechte Nachrichten. Erzähl mir nicht, die Fischer hat's auch erwischt. Das nicht. Aber so, dann haben wir zumindest mal im Inventar. Ne, hier stand ein Krummsäbel. Schmiedefertigkeit wird benötigt. Ach du Heilung, die kostet natürlich 2000 und so. Verdammter Mist, so kann das doch nicht weitergehen. Liebe Leute, ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Den liebe Leute, herzlich willkommen hier in Risen 3 im Abspann. Ihr habt vorhin wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Geschichte erlebt und erwartet noch mehr hier von Risen 3 Titan Lords, das erst, naja, vor ein paar Tagen rauskam und ich das durchzocken werde von Anfang bis Ende. Wie es dann wirklich weitergeht, ist in der nächsten Part, aber vorerst könnt ihr links unten im scharfen Bildschirm mal draufklicken und schauen, was so in der Playlist alles gibt. Denn es werden alle Parts nach und nach dort erscheinen. Und naja, es gibt sehr, sehr viele böse Monster in Risen 3, die wir noch kennenlernen werden und auch müssen, um das Ziel zu erreichen, für das, dass wir wieder auf hoher See sind. Und dass wir die Privilegien haben, darum zu kämpfen. Denn nicht jeder hat es für sich. Man muss auch wieder aufstehen können, wenn man einen Kampf verloren hat. Und das machen wir jetzt auch gleich wieder. Wir sehen uns dann wirklich im nächsten Part, wenn es weitergeht mit noch kräftigeren, tapferen und mutigeren Menschen.